Hallo zusammen, heute zeige ich euch die neue Erweiterung zu Clank, Expeditions Gold and Silk. Und das hier ist noch die englische Version, aber hierbei ist zu sagen, dass wirklich das meiste in diesem Spiel sprachneutral ist. Deshalb möchte ich euch unbedingt diese Erweiterung zeigen und was ihr alles in der Erweiterung bekommt und ja, welche neuen Regeln es in diesem Spiel gibt, das zeige ich euch jetzt, beziehungsweise sage ich euch jetzt und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Hier seht ihr einmal das Spielmaterial von Clank Expeditions Gold and Silk. Ihr bekommt einmal mehr Gold, dann erhaltet ihr neue Figuren, die haben jetzt unterschiedliche Formen. Dann habt ihr hier noch eine Spinne, die braucht ihr für ein Spielfeld, die sogenannten Spinnennetz-Tokens, Minen-Tokens, die ihr auch für die andere Seite braucht, dazu später mehr. Ein neues Artefakt mit der Wertigkeit 8. Hier links habt ihr noch einen Markt. Falls ihr nicht die erste Erweiterung versunkene Schätze habt, dann könnt ihr diesen Markt verwenden. Und hier seht ihr noch einen Marker, und zwar Meister Schnur. Wenn ihr euch erinnert, es gibt in dem Grundspiel diese Karte. Und ja, Renegade Game Studios hat sich einfach gedacht, jo, wir packen noch einen Marker einfach hinzu, weil das so süß ist. Der hat aber keine Bedeutung. Und natürlich gibt es in Clank Expeditions Gold and Silk noch einen doppelseitigen Spielplan. Hier seht ihr einmal die Goldseite von Clank Expeditions Gold and Silk und hier gibt es ein paar Unterschiede zu dem Spielfeld aus dem Grundspiel von Clank bzw. Clonk. Zum einen starten die Spieler nicht oben links, sondern hier rechts auf dem Spielplan. Dann könnt ihr hier Aufzüge benutzen, indem ihr Gold bezahlt. Also um von hier nach hier zu fahren, bräuchtet ihr ein Gold und von hier nach hier ebenfalls ein Gold. Das Hauptelement von dieser Seite ist, wie der Name schon sagt, dass wir hier nach Gold graben können. Das bedeutet, wenn wir uns angrenzend zu so einer Goldmine befinden, dürfen wir 2 Erfahrungspunkte ausgeben, um hier ja, nach Gold zu graben. Das würde bedeuten, dass wir sofort hier auf diesem Feld, wenn wir uns angrenzend befinden, also als Beispiel, wenn wir jetzt hier stehen und jetzt sagen, wir würden die Mine nach Gold ausgraben wollen, dann würden wir hier einen Marker platzieren und würden 2 Gold bekommen. Zusätzlich gibt es hier noch eine Mehrheit, denn am Ende des Spiels schauen wir, wer die meisten Cubes hier platziert hat. Derjenige bekommt die 20 Siegpunkte, der mit den zweitmeisten bekommt 10 Siegpunkte und der mit den drittmeisten bekommt 5 Siegpunkte. Sollte einmal Gleichstand herrschen, dann gewinnt derjenige, der den Gleichstand, der tiefer eine Mine ausgegraben hat. Das ist die erste Seite, die Goldseite von Clank Expeditions. Hier seht ihr einmal die andere Seite von Clank Expeditions, Gold and Silk, und zwar die Silk-Seite. Und zunächst einmal platziert ihr hier diese Spinnennetz-Tokens auf diesen Feldern. Und wenn ihr einmal hier entlang gehen möchtet, müsst ihr jetzt einen zusätzlichen Fuß oder ein zusätzliches Schwert abgeben. Wenn ihr das schafft, kriegt ihr die Siegpunkte, die hier zu sehen sind, also in dem Beispiel einen Siegpunkt. Das ist eine Änderung. Zum anderen habt ihr hier die Spinne, die ersetzt einfach den Drachen und wird hier platziert. Und dann habt ihr noch diese Besonderheit hier. Das sind diese Spinnennetz-Zonen. Bei denen ist es so, ihr bekommt diese Belohnung nur, wenn ihr hier ein Schwert einsetzt. Also ihr schneidet sozusagen das Gebiet frei, die Zone, und bekommt so an eure Belohnung. Zusätzlich seht ihr hier oben, dass ihr, wenn ihr einmal 8 Erfahrungspunkte habt, die auch ausgeben könnt, um hier eine Belohnung zu erhalten. Das heißt, ihr würdet dann zum Beispiel sagen, ich gebe 8 aus und platziere hier meinen Marker. Das heißt, man hier würde man 3 Geld bekommen und noch ein Leben. Hier würde man ein Buch bekommen und ein Leben. Und wie gesagt, hier gibt es dann noch verschiedene Boni, hier ein Schwert und 3 Geld und hier 3 Geld und eine Bewegung. Jede Zone darf man natürlich nur einmal benutzen, aber das ist dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, um Erfahrungspunkte einzusetzen. Wichtig hierbei noch zu erwähnen ist, das ist Englisch, aber ihr seht selber, das Einzige, was hier noch auf Englisch zu sehen ist, ist das hier mit dem Clank und natürlich, wenn ihr den Markt noch nicht habt, aus der ersten Erweiterung, dann steht hier ebenfalls nochmal Englisch. Aber ansonsten ist alles sprachneutral und von daher müsst ihr dann nicht auf die deutsche Erweiterung warten, sondern könnt auch theoretisch direkt diese Erweiterung euch schon holen. Jetzt habt ihr ja gesehen, was es alles in der Erweiterung Clank Expeditions Gold and Silk gibt. Und ihr habt auch gesehen, dass das Spielmaterial größtenteils sprachneutral ist. Also nur auf dem Spielertableau, also auf dem Spielfeld, steht dann Clank und auf dem Markt steht halt Market. Aber ansonsten ist alles sprachneutral. Das bedeutet, ja, wenn ihr nicht auf die deutsche Version warten möchtet und es euch nicht stört,
dann könnt ihr euch dieses Spiel bzw. diese Erweiterung auf jeden Fall holen. Denn es ist so, das hier ist meine Lieblingserweiterung. Fairerweise muss ich sagen, ich habe Fluch der Mumie noch nicht gespielt, Versunkene Schätze habe ich schon gespielt. Und bei beiden Erweiterungen ist es so, dass halt noch mehr Karten ins Spiel kommen. Und das führt halt wirklich dazu, dass wenn ihr diese Erweiterung spielen möchtet, dann müsst ihr erst die Karten erlernen. Und falls ihr sie nicht mehr haben wollt, müsst ihr sie erstmal aussortieren. Und das habt ihr hier in dieser Erweiterung einfach nicht. Ihr habt einfach neue Spielpläne, ein paar neue Tokens. Das heißt, ihr könnt direkt einfach drauf losspielen. Aber der Hauptgrund, warum mir diese Erweiterung wirklich am besten gefällt, ist nicht das mit den Karten, sondern wirklich, dass sich diese Erweiterung mit dem größten Problem von Klong beschäftigt. Also meiner Meinung nach. Und das ist das mit dem Gold. Weil es ist wirklich so, im Grundspiel kann es wirklich passieren, dass man nicht so schnell an Gold kommt und dann kommt man zum Markt und kann nichts kaufen, weil man noch nicht die 7 Gold hat. Und hier ist es so, vor allem auf dieser Goldseite, dadurch, dass man das Gold ausgraben kann, man kommt hier wirklich sehr schnell an Gold. Und dadurch kann man sich dann im Markt dann die Schlüssel kaufen oder auch die Rucksäcke. Dann habt ihr halt noch diese Mehrheitswertung, die ist auch ganz nett. Vor allem fokussiert das dann nochmal, dieses Push Your Luck weit nach unten zu gehen. Falls Gleichstand herrscht, dann zählt ja die Mine, die am weitesten unten ausgegraben wurde. Also diese Seite gefällt mir wirklich gut und ist auch von dieser Erweiterung meine Lieblingsseite. Die andere Seite, die Spinnennetzseite, sage ich jetzt mal, gefällt mir auch gut. Nur muss man hier sagen, es ist halt noch ein bisschen ja, mehr Glück im Spiel, würde ich sagen. Weil wenn ihr ja, an diesen kleinen Tokens vorbeigeht, dann sind ja auf der Rückseite Siegpunkte und die können halt variieren. Und das ist natürlich auch wie bei den Erkundungsplättchen auch wieder Glückssache. Aber das gehört halt zu Klong irgendwie dazu. Deshalb passt das meiner Meinung nach auch sehr gut. Was ich auch cool finde, ist dieser Bereich oben rechts, wo ihr 8 Erfahrungspunkte abgeben könnt und könnt dann halt auch noch ein paar Sachen machen. Das ist ganz nett, weil manchmal gibt es halt wirklich Karten in der Auslage, die könnt ihr nicht nutzen. Und dann ist es halt wirklich schade, wenn ihr mal wirklich 8 Erfahrungspunkte habt und könnt euch dann nur so ein Buch kaufen. Jetzt könnt ihr halt noch mehr machen. Das finde ich besonders cool an dieser Erweiterung. Und ihr kommt halt so auch nochmal an Gold. Das finde ich auch gut. Also ihr merkt schon, beide Seiten beschäftigen sich irgendwie mit diesem Thema Gold. Dann finde ich besonders cool, es ist wirklich nur so eine Kleinigkeit an dieser Karte, dass ihr nicht oben links anfangt, aber oben rechts. Und es ist wirklich nur so eine Kleinigkeit, also hier fangt ihr an, wenn ihr das auf dem Spielplan seht. Und das ist wirklich nur so eine Kleinigkeit, aber diese ganze Erweiterung, das sind nur so Kleinigkeiten, die sich verändern. Aber die verändern das Spiel so, dass es wirklich zu einem besseren Spiel wird. Und wenn ich euch eine Erweiterung empfehlen kann, würde ich euch diese auf jeden Fall als erstes empfehlen. Und ach, das habe ich auch noch nicht gesagt, es gibt noch unterschiedliche Meeple. Die haben nochmal unterschiedliche Formen. Ist auch nochmal ganz nett, auch die Spinne, ist nur so eine Kleinigkeit. Aber ich muss wirklich sagen, für das Geld, was ihr für diese Erweiterung bezahlt, also hier habt ihr wirklich viel Spielspaß in so einer kleinen Erweiterung und meine Lieblingserweiterung. Und wie gesagt, wenn ihr das Grundspiel habt, ihr sucht nach einer Erweiterung, dann holt euch diese Erweiterung zuerst. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich freue mich auch über ein Abo. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.